aus Israel besiegen konnten und sich damit zum ersten Mal für das lukrative Grand Prix-Finale der weltbesten sechs Paare qualifizieren konnten. Jetzt aber wird ihnen schwindelig, nicht wegen der wilden Silvesternacht, die sie vielleicht hinter sich haben, sondern wegen Lucinda Roux, der Pirouettenkünstlerin aus der Schweiz. Sie läuft zum Titel Think. Aus der Schweiz, die Pirouettenkünstlerin Lucinda Roux. Bei einer Drehzahlmessung hat man bei der 22-Jährigen einmal 178 Umdrehungen pro Minute gezählt. Das ist Weltrekord. Die junge Dame spricht vier verschiedene Sprachen fließend, darunter Japanisch, da sie im Alter von 4 Jahren mit ihren Eltern nach Tokio zog und dort das Schlittschuhlaufen